Guten Tag, meine Damen und Herren, zu Altalk. Das hinter mir, das sind Bilder der internationalen Raumstation ISS. Sie umrundet in etwas über 400 Kilometern die Erde. Und auf der ISS kann ich jetzt einen Gast begrüßen, nämlich Matthias Maurer, der auf der ISS ein bisschen Zeit für uns hat, was mich sehr, sehr freut. Matthias, wir kennen uns schon ganz viele Jahre, aber so haben wir noch nie miteinander telefoniert. Ich begrüße dich sehr herzlich. Hallo Michael, ja, ich freue mich natürlich hier oben zu sein und mit dir jetzt aus dieser exklusiven Position heraus zu reden und zu berichten, was ich hier oben auf der Internationalen Raumstation alles forsche und erlebe. Wie war denn eigentlich die Reise? Wir haben ja zwei Verschiebungen des Startes erlebt und ich kann mir vorstellen, wir haben auch noch mal kurz miteinander gesprochen, dass das nicht so ganz einfach ist. Man bereitet sich ja darauf vor und dann ging es aber richtig los. Wie war das Gefühl auf dieser Reise ins All? Ja, unser Start wurde ja ein paar Mal verschoben und als wir dann, ich glaube insgesamt waren es 2-3 Wochen, die wir jetzt dann extra länger gewartet haben, als wir dann an diesem Tag dann in die Raumkapsel eingestiegen sind, wir waren alle sowas von ready to go. Wir sind dorthin gefahren zur Startrampe. Das war fast schon, ich will mal sagen, ein bisschen emotionsloser als beim allerersten Mal, weil wir dachten, okay, hoffentlich klappt das heute, weil wir möchten einfach jetzt einfach nur noch da hochfliegen. Eingestiegen, Luke zu, dann ging es auch los und die Beschleunigung, die war einfach phänomenal. Also ich wusste, dass da ja eine ordentliche Rakete hinter mir ist, aber dass das so rasant abgeht von Alexander Gerst, wusste ich, dass die Sojus-Rakete am Anfang abhebt und man gar nicht merkt, dass man schon ja, am Fliegen ist, weil die Beschleunigung am Anfang so sanft ist. Bei dieser Falcon 9-Rakete, da ging es direkt in die Vollen, also wir haben sofort vom ersten Bruchteil der Sekunde an, wow, das geht jetzt richtig vorwärts. Und dann ging es los, nach 2,5 Minuten war ja die erste Stufe schon ausgebrannt, dann wurden die Motoren abgestellt, wir waren 12 Sekunden lang schon schwerelos, so lange dauert es, bis die zweite Stufe gezündet wird und das heißt in 100 Kilometern Höhe nach 2,5 Minuten waren wir dann ja schon Astronauten. Bei der Sojus-Rakete ist das auch anders, dort wird die zweite Stufe schon gezündet, während die erste noch läuft, das heißt man hat gar nicht diese Unterbrechung. Und als dann die zweite Stufe bei uns eingesetzt hat, dann ging es dann richtig rasant, aber mit irgendwie sanfterer Beschleunigung dann weiter. Und nach 9,5 Minuten waren wir im All. Nach 24 Stunden, 22 Stunden, weiß ich schon gar nicht mehr genau, sind wir hier oben auf der ISS dann angekommen, wurden begrüßt von unseren Kollegen und es war einfach ein ganz unglaubliches, ein fast schon unwirkliches Gefühl, jetzt dort endlich angekommen zu sein, wovon ich 13 Jahre lang geträumt hatte. Wir haben diesen Augenblick natürlich auch live übertragen, als du diejenigen auf der ISS begrüßt, die Crew, die dort oben ist. Was ist das für ein Gefühl? Also wenn man Leute trifft und ihr kennt euch ja als Astronauten untereinander ganz gut, die man eine längere Zeit nicht gesehen hat, dann umarmt man sich, dann kommt man emotional auch zusammen. Aber das ist ja nur was ganz Besonderes. Ja, das war alles so ein bisschen unwirklich. Wir sind oben angekommen in unserer Kapsel, hatten diese 20 Stunden lange Reise hinter uns. Auf einem ganz kleinen Raum waren wir zusammen, konnten dort zusammen essen, auch ein paar Stunden zusammen dann halt schlafen, jeder in seinem Schlafsack. Zwischendurch musste auch immer mal wieder die Toilette benutzen. Und auf so einem ganz engen kleinen Raum, da war das schon ein bisschen, ja, fast schon so sehr intim. Dann sind wir oben angekommen, die Luke wurde geöffnet und plötzlich haben wir diese riesige Station vor uns. Und ich meine, ich kenne die Station ja in 1:1 Modellen und ich weiß, dass die sehr groß ist. Aber die jetzt nochmal in echt zu sehen und vor allen Dingen nach dieser Reise in dieser kleinen Kapsel, da kam mir das alles nochmal wesentlich größer vor. Und wir kamen hier an, dann waren Leute, die ich kannte und das ist alles sehr, sehr, sehr unwirklich, dass man in so einem weit entfernten Raum ist, ist jetzt plötzlich im Weltall. Und alles ist aber trotzdem bekannt und kommt einem ja sehr, sehr gut, ja, well known vor. Ich muss jetzt schon Englisch reden, weil mir die deutschen Begriffe fehlen. Wenn du auf diese Station gekommen bist, da ist ja relativ viel Lärm und das wird ja auch nicht so sein, dass man da mal ein Fenster aufmachen kann und mal durchlüften kann. Wie ist das der erste Eindruck? Als ich hier ankam, war die Luft, die ich da erwartet habe, erstaunlich frisch. Also ich dachte, ja, es müffelt so ein bisschen auf der Station, weil seit
20, 21 Jahren fliegt die ja um die Erde rum und die Luft wird immer wieder ausgetauscht, zwar gereinigt, CO2 aus der Luft entfernt und dann auch Sauerstoff wieder neu, frisch hinzugegeben. Aber trotzdem hatte ich erwartet, dass es hier so ein bisschen, ja, wie so einem abgeschlossenen Raum nach 20 Jahren, halt so ein bisschen Höhlenatmosphäre herrscht. Aber ganz im Gegenteil, die Luft hier drin ist ähnlich wie in einem, ich würde fast mal sagen, wie in einem Labor auf der Erde, was unter Tage ist. Wir haben hier ja sehr wenige Fenster, von daher kommen wir uns auch vor, tagsüber, wenn wir hier arbeiten, als wenn wir in einem Untertage-Labor sind. Und nur wenn ich in die Cupola reinschwebe und dort dann die Fensterläden aufklappe und die Erde vor mir sehe, dann erkenne ich, wow, ich bin ja wirklich im Weltall, unter mir ist die Erde. Und ja, ist ein seltsames Labor hier. Ich kann es selbst nach 5 Wochen immer noch nicht richtig fassen, dass ich hier oben bin. Ist ein Labor wie auf der Erde mit dem einzigen Unterschied, wir schweben hier alle und nutzen Aggregate nicht nur an den Wänden, sondern auch am Fußboden, an der Decke. Hinter mir ist meine Schlafkabine unter der Decke montiert. Also wir nutzen hier den dreidimensionalen Raum und das hat am Anfang recht viel Gehirnleistung erfordert, dass ich mich da an diese Dreidimensionalität gewöhnen konnte. Du hast ja beim Training zwei Möglichkeiten, dieses Gefühl der Schwerelosigkeit real, aber auch so ein bisschen künstlich zu erleben. Du bist in einem enorm großen Wasserbassin, Süßwasserbassin in Houston im Training gewesen, an der ISS außen und bist mit Profitauchern zusammen dort getaucht über Stunden, was sehr, sehr anstrengend ist, wie du berichtet hast. Und du hast diese Parabelflüge gemacht, wo man dann so um die 20 Sekunden schwerelos ist in der Parabel. Aber wenn man jetzt längere Zeit, also wenn man jetzt Stunden, Tage, Wochen in der Schwerelosigkeit ist, du hast jetzt gerade erklärt, dass das nicht so einfach ist, sich in dem dreidimensionalen Raum dann zu bewegen. Aber ist das eine Erleichterung nachher? Ist das eine Freude daran noch? Oder sagt man, Mensch, bestimmte Sachen funktionieren nicht so richtig? Ja, also hier schwerelos zu sein, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und die Schwerelosigkeit ist hier natürlich perfekter, sauberer als in einem Parabelflieger. Ein Parabelflieger, der ist ja immer noch in der Atmosphäre drin und da gibt es immer noch kleine Störungen durch die Luft. Deswegen ist die Schwerelosigkeit in den 20 Sekunden nicht perfekt, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber hier oben haben wir diese perfekte Schwerelosigkeit. Ich kann hier wirklich wie ein Schmetterling durch den Raum schweben, schwerelos, kann das genießen. Das mache ich auch oft abends, wenn ich müde bin von der Arbeit und dann merke ich, dass ich am Computer tippe und dann so müde bin, dass mir die Augen zufallen und wenn ich die Augen wieder aufmache, ein Bruchteil der Sekunde später, dann sehe ich, dass ich da mitten im Columbus-Modul schwebe und dann habe ich dieses unglaubliche Gefühl der Freiheit und das ist einfach toll. Unter Wasser zu trainieren, in dem Wasserbassin, ist auch ein sehr gutes Trainingsmittel. Das ist das Beste, was wir haben auf der Erde, um mehrere Stunden zu trainieren. Aber da haben wir natürlich den Wasserwiderstand. Und hier in der Schwerelosigkeit, da brauche ich nur die Fingerspitzen. Dann tippe ich mit den Fingerspitzen gegen die Wand und schon drifte ich durch den Raum. Das ist ein Riesenunterschied. Wir brauchen viel weniger Kräfte für die Fortbewegung. Aber allerdings ist es auch so, wenn wir irgendwo arbeiten und sind dann ganz fokussiert mit dem Blick auf unseren Arbeitsort, dann pendeln wir die ganze Zeit im Raum. Und wenn man dann mal wieder die Augen ein bisschen in die Ferne richtet, dann ist man oft ein bisschen disorientiert, weil man sich mittlerweile schon um 270 Grad gedreht hat und das aber gar nicht wahrgenommen hat. Und deswegen ist es ja auch so bei Außenbordeinsätzen, gibt es immer kleine Wegweiser. Man steht dann zum Beispiel nach links Richtung Luftschleuse, damit man sich dann ja nach längerer Arbeit dort draußen, vielleicht auch bei der Nacht, dann nicht desorientiert und den richtigen Weg wieder nach Hause findet. Du hast jetzt gerade schon gesagt, da ist man auch einfach mal total erschöpft und trotzdem euphorisiert, weil das etwas so ganz Besonderes ist, das zu erleben. Aber du hast ja eine Menge zu tun. Also wir haben ja mal so einen Tagesplan miteinander durchgegangen, bevor du gestartet bist von Cape Canaveral. Da sind zwar 8 Stunden Schlaf drin, aber sonst ist man ja sehr, sehr stark mit den Experimenten beschäftigt. Was machst du im Augenblick? Also heute ist jetzt Samstag, heute steht für mich an, die Station zu putzen, dann später heute Nachmittag muss ich noch einmal Material sammeln und dann werden wir ein Experiment vorbereiten, was
dazu dient, zu überprüfen, ob die einzelnen Module hier in der Station noch luftdicht sind. Das dient jetzt einfach nur zur Sicherheit der Station. Und das ist jetzt mein Thema für den Samstag. Während der Woche, von montags bis freitags, habe ich von morgens 7.30 Uhr bis abends, ich würde mal sagen auch 7, 8 Uhr, Volldampfprogramm. Dort haben wir Wissenschaft, sehr viele Experimente und natürlich aber auch Wartungsaktivitäten an der Raumstation. Zum Beispiel in der letzten Woche hatte ich ein ganz ausführliches Experimentenset im Bereich Life Sciences, also Biologie, Medizin und ja, wie sich der Körper in Schwerelosigkeit halt verhält. Da musste ich einige Tage lang eine spezielle Weste tragen. Diese Weste hat verschiedene Sensoren, die messen dann mein EKG, messen meine Atmung. Dann hatte ich ein Stirnband, was meine Körpertemperatur vermessen hat. Nachts hatte ich ein anderes Stirnband dann nochmal auf, was meine Gehirnaktivität vermessen hat. Ich hatte 24 Stunden Urinsammlung und dann musste ich gestern als Abschluss dieser Experimentenfolge dann auch noch einmal 13 Stunden lang fasten. Vorher hatte ich dann ein ganz definiertes Abendessen zu mir genommen, 13 Stunden gefastet, dann eine spezielle Zuckerlösung zu mir genommen und dann musste ich sehr viele Blutproben nehmen. Und ich muss mich ja hier selbst stechen, die Blutproben dann nehmen. Das waren 11 Röhrchen insgesamt, dann noch im Abstand von einer halben Stunde jeweils in den Finger pieksen, Blutzucker messen. Also gestern Nachmittag war ich dann doch recht blutleer und ausgesaugt von dieser Woche. Da war ich dann auch froh, dass Wochenende war. Also intensive Experimente, aber dafür sind wir auch hier oben. Diese Experimente dienen ja auch dazu, so ein bisschen die Perspektive zu eröffnen, mal irgendwann in den nächsten Jahren von der ISS in den Deeper Space zu starten, in den weiteren Weltraum, dann Richtung Mond. Fühlt man sich da manchmal so ein bisschen als Versuchskaninchen? Ja, natürlich sind wir auch ein bisschen Versuchskaninchen, aber das wusste ich ja. Und ich denke, wir müssen viel studieren an dem menschlichen Körper. Wie passt sich der menschliche Körper an die Schwerelosigkeit an? Weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir auch längere Zeit dann im Weltall dann leben können. Auf dem Mond zum Beispiel haben wir wieder ein bisschen Schwerkraft, 0,3 G. Da müssen wir wissen, müssen wir da nochmal extra Sportprogramm machen, Fitnessprogramm machen, um das Knochenwachstum nochmal anzuregen oder langt diese Teilschwerkraft schon? Im Weltall hier unter Schwerelosigkeit bilden sich die Knochen zurück, die Muskeln bilden sich zurück. Da wissen wir, wir müssen jeden Tag 2-2,5 Stunden Sport machen, ansonsten kommen wir doch wirklich stark degradiert zurück wieder auf die Erde. Und wenn wir jetzt zum Mars fliegen wollen, eine Reise von mindestens 500 Tagen, dann wollen wir ja den Mars erkunden. Da können wir nicht krank und schwach ankommen. Deswegen müssen wir herausfinden, was passiert auf der Reise, wie können wir die Astronauten fit halten. Ich habe auch festgestellt an mir selbst, und das war eine ziemliche Überraschung, wenn man hier ankommt in der Schwerelosigkeit, anfangs ist man sehr euphorisiert, aber der Körper braucht sehr viel Gehirnaktivität, einfach um sich an diese neue Umgebung anzupassen. Es passiert sehr viel im menschlichen Körper. Wir haben eine Umlagerung der Flüssigkeit, die steigt in den Kopf. Und in der dritten Dimension jetzt hier, die wir alle nutzen können, da gehen auch sehr schnell Sachen verloren. Das heißt, ich habe jetzt etwas in der Hand, arbeite hier mal kurz neben der Seite und dann gucke ich zurück und schon ist das, was ich hier in der Hand hatte, weggedriftet. Das heißt, das Gehirn ist sehr stark in den ersten Tagen damit beschäftigt, sich erst einmal an diese neuen Impulse zu gewöhnen. Also was passiert im Körper mit der Flüssigkeitsumlagerung? Ich sehe ein bisschen schlechter, weil ich mehr Druck auf den Augen habe. Die Dinge schweben einem schnell weg, man verliert sehr viele Sachen. Anfangs kam ich mir wirklich ein gutes Stück dummer vor und hatte in den ersten Tagen eigentlich nur so 5% meines Gehirns für die normale gedankliche Leistung. Die anderen 95% waren gefühlt weg, um sich erst einmal an die neue Situation anzupassen. Das ist natürlich ganz wichtig für die Wissenschaftler auf dem Boden, weil wenn man diese Erkenntnisse hat, das ist jetzt ja nicht nur bei mir der Fall, sondern auch bei den Kollegen, dann weiß man, dass man gefährliche oder komplexe Aktivitäten nicht in der ersten Woche nach der Ankunft im All machen sollte, sondern erst nach einer gewissen Eingewöhnungsphase. Deswegen machen wir auch sehr viele psychologische Tests, um zu sehen, wann sind wir gedanklich von der Gehirnaktivität wieder so fit oder fast genauso weit wie auf dem Boden. Ich denke, ganz so weit wie auf dem Boden werden wir nie sein. Ich fühle auch immer noch nach 5 Wochen, dass mein Kopf noch ein bisschen, sag ich mal, langsamer funktioniert als auf dem Boden und deswegen manche Dinge einfach ein bisschen komplexer erscheinen und ich auch Fehler mache, die ich auf dem Boden normalerweise so nicht machen würde.
Matthias, ganz herzlichen Dank. Also wir hatten jetzt nicht den Eindruck, dass da was in deinem Kopf langsamer funktioniert. Danke für das tolle Gespräch. Danke für diesen Alltalk, den ersten, den wir jetzt geführt haben mit dir auf der ISS. Alles Gute und wir bleiben dran. Wir sind bald wieder bei dir und sprechen mit dir über deine Erfahrungen auf der Internationalen Raumstation. Dankeschön. Danke auch. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und beste Grüße an alle Zuschauer. Und ja, ich wünsche, viele Menschen sind motiviert, sind interessiert an dem Thema Raumfahrt, weil es ist ein wichtiges Thema.